Hallo und willkommen im Grillteam Barbecue Shop. Mein Name ist Björn und ich zeige euch heute unsere Abtropfbleche. Viele von euch kennen das, in Öl oder Fett zubereitete Speisen in einer Pfanne sind super lecker, aber wo lasse ich sie sauber abtropfen? Wir bieten euch da zwei Lösungen an, unser Abtropfblech ansteckbar und das Abtropfblech zum Einlegen. Beginnen wir mit dem Abtropfblech zum Einlegen. Das könnt ihr für alle von uns angebotenen Pfannen von der 3er bis zur 6er Breite verwenden. Für die 1er und 2er Breite, da ist das Abtropfblech zum Einlegen mit 30 cm Breite einfach zu groß. Das Abtropfblech wird in die Pfanne eingelegt, liegt also vorne und hinten auf dem Pfannenrand auf und kann spielend leicht von rechts nach links verschoben werden. Der Abstand zwischen Abtropfblech und Pfannenboden beträgt 5 cm, das reicht in der Regel mehr als aus. Die Vorteile des einlegbaren Abtropfbleches: Das Öl der Speisen, die ihr hier oben auflegt, tropft sofort wieder in die Pfanne zurück und da ihr euch direkt oberhalb der heißen Pfanne befindet, bleiben die Speisen auch noch immer schön warm. Ein Nachteil hat das Abtropfblech auch: Wenn ihr Speisen hier oben aufliegen habt, seht ihr natürlich nicht mehr, was sich unten drunter befindet und müsst das Abtropfblech immer wieder von rechts nach links verschieben. Und dran denken, im Betrieb kann das Abtropfblech heiß werden. Werfen wir jetzt einen Blick auf das Abtropfblech ansteckbar. Wie der Name schon sagt, wird es an die Pfannen angesteckt und kann sowohl seitlich als auch vorne und hinten an die Pfannen montiert werden. Das Abtropfblech ansteckbar könnt ihr von der 1er bis zur 6er Breite hinweg verwenden. Allerdings bei Pfannen der 6er Breite ist eine seitliche Montage nicht möglich, weil die Griffe nach oben hin angebracht sind. Die Montage des Abtropfblechs ansteckbar ist kinderleicht. Nach unten halten, seitlich aufschieben und nach oben kippen. Wenn ihr das Abtropfblech angesteckt habt, müsst ihr zwei von unten angebrachte Schrauben noch festziehen. Es reicht aber vollkommen aus, wenn ihr diese Schrauben handfest zieht. Nachdem ihr das Abtropfblech montiert habt, hat es eine Neigung von ungefähr 10 Grad. Das heißt, das Öl läuft über das gelochte Blech und die leichte Schräge direkt wieder zurück in die Pfanne. Wenn es größere Veranstaltungen sind, die etwas länger dauern, dann habt ihr eine deutliche Ersparnis bei den Zubereitungskosten, denn bei beiden Abtropfblechen landet das runtergetropfte Öl ja direkt wieder in der Pfanne und ihr müsst deutlich seltener Öl nachfüllen. Das Abtropfblech ansteckbar ist ebenfalls aus 1 mm starkem Edelstahl gefertigt und die einzelnen Komponenten können nach der Zubereitung in der Spülmaschine gereinigt werden. Das Abtropfblech ansteckbar hat auch einen Nachteil: Von unten steigt keine Hitze auf, das heißt, eure Speisen erkalten, aber je nach Speise ist das ja auch gar nicht so schlimm. Vorteil des Abtropfblech ansteckbar: Ihr könnt auf der Fläche frei agieren, weil euch dort nichts mehr im Weg ist. Beide Abtropfbleche sind eine saubere Lösung. Ihr müsst jetzt entscheiden, welches Abtropfblech für euch das Richtige ist. Wenn ihr noch Fragen zu unseren Abtropfblechen habt, dann ruft uns an oder werft einen Blick in die technischen Daten und Informationen unter grillteam.de. Ich wünsche euch ein weiteres Mal viel Spaß auf der nächsten Veranstaltung. Wir sehen uns bald wieder. Euer Björn vom Grillteam.